Freunde, Vlog 10 steht an. Es steht wieder was wirklich Besonderes an. Da freue ich mich wirklich, wirklich, wirklich drauf. Und zwar werden alte Bekannte in mein Studio einkehren. Und zwar die großartige Band Halloween. Jetzt kommt aber nochmal was Besonderes, denn die Jungs kehren zu mir ins Studio ein. Das Burn-Magazin Japan wird eine Special-Story darüber machen. Und sie haben mich beauftragt, das Titelcover dafür zu kreieren. Das ist was Besonderes, das verlangt was Besonderes. Und darum bin ich jetzt auch schon 2 Tage, bevor die Jungs überhaupt hier sind, schon am Aufbauen und Organisieren. Und zwar habe ich zusammen mit dem Maritim Wear Jungs aus Haaren-Ems, alias Tim und Martin, schöne Grüße an dieser Stelle, zusammen einen Hintergrund konzipiert, und zwar eine Collage aus den Halloween-Covern der letzten Jahrzehnte. Die Jungs haben es großgezogen für mich als Hintergründe, das ist auch special, wir mussten da ein spezielles Maß anfertigen, mussten das großziehen. Und die Wände werden heute geliefert. Das ist der erste große Teil der Vorbereitung. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es aussieht, wenn es dann endlich hier ist bei mir im Studio. Ich werde noch zusätzliche Technik, Lampen etc. dafür besorgen. Lirum Larum will noch gar nicht so lange labern. Ich warte auf die Post und dann fangen wir erstmal an, das Studio aufzubauen. Freunde, ich habe die ganze Sache jetzt alleine nach oben gebracht. Drittes OG, 39 Jahre alt. Memo an mich. Mehr Sport treiben. Puh. Hört, wenn die Frau zu Hause ist, wird hier erstmal aufgeräumt. Kannst du noch mal hier, da? Kannst du, da, Schatz, kannst du noch mal? It was at this moment he knew. He fucked up. Dieses Kunstwerk, dieses Composing haben zwei Grafiker aus Spanien gestaltet. Und zwar sind das einmal der David Lopez Gomez und der Carlos Vicente Leon. Voll geile Arbeit. 1,50 m x 3 m Höhe und Breite. Somit haben wir jetzt hier einen Gesamthintergrund von 3 x 3 m. Super geil. Ich liebe dieses Bild. So, und das wird der Hintergrund werden für unser heutiges Shooting. Ich bin mehr als zufrieden. Daran soll es also nicht scheitern. Das wird geil. Kalamit ist mein Fotofachaussteller. Für spezielle Sachen kontaktiere ich die und arbeite mit denen zusammen. Die haben eine super Auswahl und statten Fotografen wie mich für spezielle Sachen mit allen, wirklich fast allen individuellen Wünschen aus. So, und diesmal ist es wieder individuell, denn ich brauchte ich brauche für das Shooting ein Boxenstapelsystem, dass ich die 7 Bandmembers von Halloween morgen auch bei mir im Studio sinnig vor dem Hintergrund platzieren kann. Ich bin vor Ort in Bahrenfeld, Hamburg, und hole die Sachen ab. Ich sehe auch schon den Wagen dort stehen. Geil, da steht schon der kleine Wagen bereit mit den Kisten drauf. Ich hol's rüber. Und da ist das Boxensystem. Alles klar, da sind 4 Boxen mit den dazugehörigen Sitzflächen drauf. Kann man sich dann wunderbar zu Hause bzw. im Studio selber zusammenbauen, und damit werde ich arbeiten können. Moin Ralf, du bist jetzt mittendrin in meinem Vlog. Ich bin gerüstet für morgen, und zwar habe ich noch zusätzlich zu den Kastensystemen 2 Bowens Gemini 500 Watt Blitzlampen ausgeliehen plus Striplights, das sind die kleinen schmalen Softboxen, damit ich morgen einfach ein bisschen mehr Licht habe. Ich möchte getreu dem Motto lieber zu viel als zu wenig morgen vor Ort haben. Wir haben nur 2 Stunden für die Shootings, die müssen sitzen, damit Japan zufrieden ist, das Burn Magazin, und da wollte ich einfach mal auf Nummer sicher gehen. 2 Lichtquellen mehr, man weiß ja nie.
Kassensystem ist eigentlich nicht der Rede wert, das wird schnell aufgebaut. Ich würde ganz gerne eben die Technik vorstellen wollen. A, die Technik, mit der ich belichten werde, beziehungsweise die Lampen und einmal die Aufnahmetechnik. Und zwar habe ich hier insgesamt 4 Lampen installiert. Ich arbeite mit der Marke Bowens zusammen. In diesem Falle ist es das Bowens Gimini Set 500 Watt Strahler. Ich habe eine Softbox draufgesetzt und ich werde das Licht als Hauptlicht indirekt auf die Jungs schicken. Wenn ich dieses Licht nämlich direkt schicken würde, sind die Schatten viel zu hart gewesen und ich mag es dann doch eher homogen ausgeleuchtet. Dafür auch die beiden Seitenlichter, die ihr seht, links und rechts, die hellen die Situation noch von den Seiten dezent auf. Kopflicht von hinten, Hauptlicht indirekt von vorne. Wird auf jeden Fall einen schönen Schatten werfen, der aber nicht zu hart ist. Und das finde ich für 7 Personen in dieser Gruppenaufnahme auch mehr als geeignet. Das kleine Ding hier ist der sogenannte Funkauslöser. Ist es mir mal bei einem Shooting passiert, dass ich über mein eigenes Blitzsynchronkabel gestolpert bin. Seitdem arbeite ich mit Funkauslösern. Nun denn, jawohl, Funkauslöser obendrauf ist klar zum kabellosen Auslösen. Und zwar arbeite ich mit der Nikon D850 zusammen, ebenfalls ein treuer Begleiter. Sowieso Nikon, das ist mein Ding, damit arbeite ich. Ich arbeite heute mit dem Nikon 35mm feststehend, 1:1:4 Lichtstärke. Schönes lichtstarkes Objektiv, sehr, sehr schöne Zeichnung. Wir haben halt 7 Personen, die wir auf das Bild homogen abbilden müssen. Und dieses Objektiv ist dafür mehr als geeignet. Tutto completi. So sieht es dann aus, wenn alles fertig aufgebaut ist, inklusive dem Kastensystem. Können wir mit arbeiten. So habe ich halt ein paar unterschiedliche Höhen, kann dann halt die 7 Leute in unterschiedlichen Höhen homogen platzieren. Super. Zu einem erfolgreichen Shooting gehört natürlich auch Wohlbefinden. Catering ist auch bereit. Wunderbar. Hier ist der Fitting Room. Hier werden sie sich umziehen, Klamotten aufhängen und demnach können sie kommen. Und guckt euch mal die geile Karre an. Ist ja geil. Ist ja geil. Moin Kai! Sauber. Ja, ein sagen wir mal, Kompetenz. Mal Probe sitzen. Jetzt guckt erst an, ihr seht die zu zweit auf der Toilette. Ich weiß nicht, was die da machen. Oh mein Gott. Kann nicht gut aussehen. Herr Hans und Herr Weicker, bitte ans Set, bitte, ans Set, bitte. Hier, guck dir das an. Zum zweiten Mal in der Toilette. Ich habe keine Ahnung. Hier nie seine Ruhe. Ich habe keine Ahnung, was die da macht. Und was du das? Was ist mein Kaffee jetzt? Genau, bleib das genauso. Dann nimm den Schuh, mach das genauso, kannst du noch ein bisschen weiter abmachen.
bitte jetzt die Zahnräder zusammenführen? Ich würde sagen, it's a wear. Hast du einen Edding möglichen Wasserfesten, wo man die es hat Spaß gemacht. Bis bald. Großen Anliegen. Tschüss. Bis bald. Bis die Tage. Du bist auch deine Liebste, ne? Werde ich tun, ja. Bis dann. Nee, da ist er noch. Ich brauche immer ein bisschen Längs. Der Kleinste, den haben wir übersehen. So, Freunde. Das Shooting ist beendet. Die Band ist raus. Sie waren zufrieden. Die ersten Ergebnisse, die gesichtet wurden, sahen auch schon sehr gut aus. Der Hintergrund hat sich ausgezahlt, das Boxensystem hat sich ausgezahlt, das gesetzte Licht hat sich ausgezahlt, Tino hat sich ausgezahlt, der heute begleitet hat. Tino, danke! Dreh mal um, nein, das machen wir später. Shanti Make-up, alle waren zufrieden. Ich bin happy, wir sind vor der Zeit, eine Stunde vor der eigentlichen Deadline, das ist auch mal ein gutes Zeichen. Also, Vorbereitung ist das A und O, gut gelaunte Band. Catering war ganz wichtig, hast gerade gefehlt, ne? Geplündert. Sie haben nicht mal der Bier angerührt. Tino, haben wir da noch eine Kiste Astra? Was meinst du? Ja, er nickt. Von daher super zufrieden. Wir werden jetzt eine Auswahl der Bilder machen und dann beginnt die Post-Production. Ich denke, Burn Magazine Japan wird zufrieden sein. In diesem Sinne, das war Vlog 10. Franz sagt danke, danke Nico und wir sehen uns zum nächsten Vlog. Tschüss!